Bis zur Nacht und Pflanzenbäume. Pilze, Eimer. Ah, ich hab einen Eimer. Okay. Das ist, was man alles nicht mehr weiß, wenn man einfach so nur selten aufnimmt. Kohle haben wir auch ein bisschen was. Dann nehmen wir die 25 mit, aber nicht so. Die will ich gar nicht mehr dabei haben. Doch, die mache ich noch kaputt. So. Haben wir halt genügend Holz dabei. Stein und Erde. Gut, dann gehen wir mal auf Bäumchenpflanzentour. Lalalala, da einer die Klippe. Wieso haben wir jetzt... Wo ist unser Ausland? So eine steile Klippe ist ja scheiße. Ist doch kacke. Totaler Mist. So. Verprügel mir noch ein paar Schlafen. Schlafe dabei. Ich sag jetzt einfach alle Worte komisch und ignorier's. Als nächstes töten wir einen Chicken McNugget. Komm her. Pack. Pack, 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 pack. Hallo? Ich schlage nach dir. Stirb, Huhn. Stirb. Voller Emotionen. Gut, ist gut. So, nehmen wir da. Ein paar Schweinchen nochmal metzeln. Schön Schweinebraten. Haben uns schon Chicken McNuggets, Schweinebraten und aus dem Schaf machen wir uns Haggis. Haggis. Habe ich noch nie gegessen. Sieht ziemlich eklig aus, aber soll ja scheinbar gut schmecken für manche Leute. Wollten wir nicht den... Achso, ja, wir wollten den Wolf holen, aber... Was muss da auch genau ganz da oben sein? Das Spiel will mich doch verarschen. Ich schaue jetzt da mal hoch. Aber das Wasser wurde stärker gemacht, oder? Stimmt, das Wasser wurde stärker gemacht. Seht ihr diese atemberaubende Geschwindigkeit, mit der ich nach oben mich begebe? Ich könnte das jetzt tausendfach beschleunigen und es würde immer noch ewig dauern und es wäre Nacht dann. Nein, keine Lust. Das ist wie so ein riesiger Spielplatz und ich bin so ein Kleinkind, das hier rumhüpft und einfach nur irgendwelchen sinnlosen Schmarrn macht. Und euch gefällt das auch noch. Wahnsinn. Hoffe ich zumindest, dass es euch gefällt. Nicht wirklich langweilig, ist ja auch scheiße. Aber ich habe ja noch viele andere Minecraft-Sachen. Oh, das ist eine Hülle. Hallo? Wow. Ziemlich groß für eine Hülle. Wahrscheinlich rennt hier gleich der nächste Creeper um die Ecke. Ich habe so Angst, dass jetzt ein Creeper in mein Gesicht rennt. Das wisst ihr gar nicht. Okay, hier ist... Ja, hier kann man schon was bauen. Nichts. Nichts. Und was ist da so? Ein Weg in die Freiheit. Oh, das sieht auch ganz schön aus. Können wir uns hier auch mal was aufbauen später mal. Überall bauen wir uns was auf. So lange, bis wir überall was haben. Boah, ja. Ach, herrlich. Herrlich. Meine Logik. Da hinten schwimmt ein Creeper. Planscht vor Freude in dem Serum. Lala. Ich würde es euch gerne irgendwie aus der Nähe zeigen, aber ich wüsste nicht wie, weil Creeper sich in die Luft springen, wenn man bei ihnen in der Nähe ist. Aber stellt euch einfach einen Terroristen mit einem Bombengürtel um vor, dann wisst ihr, wie ein Creeper aussieht. Hier zumindest bei mir. Habe ich auch selber gemacht, den Terroristen, natürlich, muss ich dazu sagen. Falls ihr ihn wunderschön findet, dann ist es gut. Ich weiß nicht, ob ich euch den Skin geben würde. Ich habe den Skin auch für Charaktere. Ich habe ihn erst für einen Charakter gemacht, einfach. Und dann ein bisschen abgeändert, dass er Creeper-körpermäßig passt. Und das Ganze hat auch noch funktioniert. Hurra! Da kommen noch ein paar Bäume hin. Da kann ein Baum hin. Da noch ein Bäumchen. Da. Oh nein, es wird Nacht. Das heißt, die Aufnahme geht jetzt. Neigt sich dem Ende zu. Wir pflanzen noch so viele Bäume, wie es geht. Oh mein Gott! Nein, die Aufnahme soll doch nicht aufhören. Nein, okay. Und wir haben aber noch... Oh, aber es haben sich gerade eine Armee der Schafe gebildet. Da ist wieder Frederik aus dem ersten Minecraft-Let's Play. Er ist uns gefolgt. Frederik! Und was machen wir? Wir schmeißen wieder die Klippe runter. Frederik, nein! Frederik! Wieso habe ich das getan? Ich habe mich gleich mal umgedreht, ob meine Tür offen ist. Spinnen, die klettern gleich hier hoch. Dann schnell hier die Wolle nehmen und dann Vollgas in unser Haus. Sieht eigentlich ganz schön aus schon, so von außen. So halbwegs. Oh, jetzt nicht mehr. Rein hier. So, das war's dann für den heutigen Part von Minecraft. Wir, warte, noch nicht. Wir müssen erst ein Grab für Frederik bauen. Armer klein Frederik. Das war so ein glückliches Schaf.
hüpft nur voller Freude durch die Landschaft, ist uns sogar von unserem alten Let's Play-Ort bis hierher gefolgt. Und ich, grausamer Mörder, habe es einfach hier die Klippe runtergekickt. Wo ist er gestorben? Da, gell? Okay. Habe ich noch sauberen Stein dabei? Nein, ich habe nur den Stein. Okay, der muss reichen. Wahrscheinlich tötet mich gleich noch ein Creeper. Dann endet die Aufnahme auch, aber sei mir recht, ich habe ja da oben ein Bett stehen. So. Rest in Peace, Frederik. Trauriger Smiley. Machen wir es mit... Ach, nicht mit weißer Wolle, machen wir es mit schwarzer Wolle. So schön noch schwarzer Humor. Oh Gott, jetzt mache ich zu viele Witze über Frederik. So, schnell in unser Haus flüchten, bevor uns ein Creeper lachend ins Gesicht springt und dann seine Bombe zündet. Bam. Gute Nacht, Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao. Oh mein Gott, mich hat ein Skelett aus meinem Bett geschossen. Was zur Hölle? Und ein Creeper hat mich vor meinem Haus... Aber was sollte das denn? Ist es hier drin zu... Hä? Also, es hat mich im Schlaf geweckt jetzt und dann hat es mit Pfeilen nach mir geschossen. Okay. Ich werde jetzt das zweite Schweinefleisch essen. Da. Jetzt könnt ihr auch den Skin mal sehen. Wo ist es? Da. Das werde ich jetzt essen, dann werde ich mich nochmal schlafen legen. Nein, 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 nein. Ah, raus hier. Ah, gut, ich kann es im Schlaf essen. Geht's jetzt? Ja, dieses Mal hat's geklappt. Jetzt ist wieder Tag. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wenn ich mir überlege, wie ich ihn loswerde. Bis dann. Ciao.